zusammen. Heute wieder ein kleines nächstes Video für Klick dich fit. Wieder 4 Übungen am Arbeitsplatz. Heute brauchen wir Material, was wahrscheinlich jeder bei euch in der Firma oder im Homeoffice auch hat. Einen Ordner. Wir stehen natürlich auch gleich auf, dass wir das viel besser machen können. Wir haben einen schönen festen Stand, also heißt auch Fersen, Zehen, alles am Boden gedrückt. Und wir benutzen den Ordner. Und diese Ordner, den strecken wir jetzt einfach mal nach vorne. Eine Minute halten. Das wisst ihr ja gerne, auch in meinen Kursen. Halten, ich liebe es. Aber eine Minute ist dann doch schon recht hart. Aber das schaffen wir zusammen. Und auch nicht von den Kollegen irritieren lassen. Schön halten, gerade. Also ihr solltet euch natürlich den schwersten Ordner raussuchen. Wir wollen ja nicht mit leicht anfangen. Schön strecken. Ja, die Minute ist noch nicht rum. Aber bald. Bald ist sie rum. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich immer mit euren Kollegen reden. Oder die machen einfach mit. Das wäre viel besser. Einfach alle mitreißen. Und wenn es schon schwer wird, durchhalten. Wir schaffen das zusammen. Machen noch 5, 4, 3, 2. Geschafft. So, die zweite Übung machen wir mit Arme diagonal. Wir haben einen festen Stand. Ihr dürft auch ein bisschen in die Knie gehen. Hier schön Rücken gerade. Und wir machen die Arme diagonal nach oben. Auch eine Minute. Ihr dürft eigentlich gleich schon starten. Los geht's. Diagonal nach oben. Rücken geht mit. Schön hier. Bei mir knackt es schon. Los geht's nach oben. Ihr dürft natürlich auch nach vorne schauen, wenn ihr möchtet. Müsst nicht unbedingt nach oben schauen, so wie ich, dass ich folge meinen Händen immer ganz gerne, dass ich weiß, wo sie hingehen. So, auch hier, Bauchspannung dürft ihr natürlich auch gleich mitmachen. Ein bisschen mehr Bewegung als nur halten. Dürft natürlich trotzdem ein bisschen hier ziehen, schön in die Seiten. Wenn ihr von mir nichts hört, überlege ich, wie lang noch eine Minute ist. Schön strecken. Also bis hier zu den Fingerspitzen. Ja, wir wollen hier nicht die Hälfte. So, dann machen wir noch 4, 3, 2 und noch einmal und schön. Zweite Übung schon geschafft. Bei der dritten Übung brauchen wir wieder Material. Was hoffe ich und ich denke auch jeder zu Hause hat 2 Kugelschreiber. Ja? Und wir machen jetzt sozusagen Variation. Das heißt, in einer Übung sind es 2 Sachen, die wir machen. Also in der Minute 2 Übungen. Okay. Die Arme, schön, dass wir es drauf haben, sind schön gestreckt. Die erste Übung ist rein nur klicken. Also ich hoffe, ihr habt alle Klicker. Die zweite Übung ist einfach nur, wir öffnen die 4 Finger und der Daumen hält den Kugelschreiber fest. Kriegen wir hin, oder? Eine Minute, wir fangen mit Klicken an. Los geht's! Also ich sag dann, wenn ihr wechseln dürft. Also erstmal wird nur der Daumen beansprucht. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Aber bestimmt. Okay, dann dürft ihr wechseln. Daumen an den Kugelschreiber und die Finger strecken. Streckt und wieder zusammen. Und strecken. Der Daumen muss noch so viel Kraft haben, dass er den Kugelschreiber festhält. Kriegen wir aber hin. So. Ich habe natürlich einen lockeren Stand, müsste nicht hier durchstrecken. Wir klicken. Los geht's. Klicken, 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 klicken. Da gehen wir vielleicht unseren Kollegen ein bisschen auf die Nerven, aber da müssen sie jetzt einfach mal durch. Und wechseln. Und wieder Daumen hält den Kugelschreiber fest. Und wir strecken den Fingern noch einmal durch. Und strecken. Und weil es so schön war, nochmal klicken. 4, 3, 2 und yes, dritte Übung geschafft. Und jetzt
dürft ihr selber entscheiden, ob ihr stehen bleibt oder ob ihr euch hinter eurem Bildschirm verstecken wollt, denn wir machen jetzt Gesichtsmassage. So, das heißt, wir fangen erstmal an. Eine Minute, ja? Ich sage mal an, was ihr machen dürft. Los geht's. Erstmal so hier Backen. Also wenn sich mein Reden vielleicht komisch dann anhört, dann liegt es an der Massage. Hier schön. Ein bisschen an die Backen kreisen. Mal noch 4, 3, 2, 1. Dann dürft ihr ein bisschen hochwandern. Jetzt drücken wir erstmal hier vorne zwischen den Augenbrauen hier einmal schön rein. Bleiben wir gleich oben und dann streichen wir sozusagen mit dem Mittelfinger einmal hier über die Augenbrauen auf die Seiten. Nochmal. Und ein letztes Mal. Dann bleiben wir auf den Seiten und kreisen hier am Rand. Und dann, ein letztes Mal, weil es so lustig war, nochmal auf die Backen. Noch 4, 3, 2, 1. Weil es so lustig ausschaut, dürft ihr jetzt auch lachen. Das Grinsen gehört immer dazu. Die Minute habt ihr auch schon geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß damit.